Mensch, jetzt habe ich mir doch wieder einen Espresso gemacht. Naja, ich wollte eigentlich weniger. Ach. Egal, herzlich willkommen, Folks, zu Spider-Man. Ich habe im letzten Part alle Felicia-Sachen hier erledigt und ja, jetzt brauchen wir einen Katzenkorb, um sie einzufangen. Denn wir haben jetzt genug Informationen gesammelt, um ihr Versteck zu finden. Ich gucke jetzt eben nochmal schnell auf die Karte, wo wir das finden. Ist das das hier gleich? Ja. Gut. Kann ich das markieren? Ja, da irgendwo. Okay, dann lasst uns da mal schnell hinfliegen. Ich sage immer fliegen, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. So. Felicia, jetzt hier ab ins Körbchen mit dir. Felicia, nicht Felicia. Sollte man drüber vorbeischwingen und sehen, wieso Doc so aufgeregt ist. Ja, ja, jetzt nicht. So, hier muss sie sich irgendwo verstecken. Ah, das ist ein altes. Ja, was ist das hier eigentlich? Freedom Tunnel. Vor Feast eine Zuflucht für New Yorks Obdachlose. Aber jetzt so gut wie verlassen. Ein gutes Versteck. Muss ein versteckter Eingang oder so sein. Gut, dann wird Zeit für Spideys Spezialfähigkeiten. Finde den Eingang zum Versteck. Ja. Aber hier scheint ja gar nichts zu sein. Hallo. Ich bin jetzt hier. Hier geht's auch nicht weiter, ne? Ist ja dumm. Ist hier eine unsichtbare Wand? Ich meine, im Wasser habe ich schon die unsichtbare Wand entdeckt, ne? Tatsächlich eine unsichtbare Wand. Also ich hasse das. Komm hier. Ah. Bingo. Das scheint die ganze Beute zu sein. Aber keine Spur von Felicia. Aber hier ist schon mal ihr Privatsuite, ne? Finanzdaten über die Maggia-Familien. Versucht sie, die zu erpressen? So eine Erpresserin. Hey, ich als... Ja. Schickes Bild. Obwohl... Sieht ziemlich... Naja. Fisk hat das vor Jahren als gestohlen gemeldet. Wein von einem Maggia-Weingut. Nun wollen wir mal nicht hoffen, dass sie den selber trinken möchte. Eine besoffene Black Cat, das wäre nicht so toll, oder? Schläft sie auf dem Boden? Nee. Ist das überhaupt ihr Platz, wo sie sich aufhält? Was ist das? Das ist die Frage. Aber sie hat auf jeden Fall viel Zeit damit verbracht, nette Bilder zu entwickeln, ne? Etwas Schmeichelhafteres gemacht. Zeig, was du hast. Hey, nicht schlecht. Kann doch nicht alles ein Spiel gewesen sein, oder doch? Oder doch. Aber hey, du hast immerhin diesen Anzug bekommen als Belohnung. Black Cat hat die Beweise aus der Asservatenkammer geklaut. Was? Wie? Das ist wie Fort Knox. All die Katzen, die du gefunden hast, als sie alle in der Asservatenkammer waren, haben sie sich verbunden, das Signal verstärkt und den Alarm deaktiviert. Niemand hat sie reingehen sehen. Sie wusste, dass ich die Katzen finden und dich informieren würde. Sie hat mich ausgetrickst. Mal wieder. Was hat sie geholt? Nur ihr altes Kostüm und die Ausrüstung. Sie wollte, dass ich die 50 Millionen Beute finde, damit sie ihr Zeug wiederbekommt? Das heißt, sie plant etwas Größeres. Wow. Das muss man ihr lassen. Sie hat dich wirklich ausgetrickst. Hör ich ein Lachen? Du klingst, als ob du lachst. Was ist jetzt los? Oh Mann, sie hat uns voll reingelegt und sie ist jetzt nicht mehr nackt. Verdammt. Hey, hallo. Oh, ich möchte eine kaufen. Das ist ja wie auf der Gamescom hier.
So, ja, so. Oh, na sowas. Die Katze tanzt mit der kleinen Spinne und sperrt sie gegen ihren Willen in ein Glas. Süß. Ja, finde ich auch, wenn man Spinnen in Glas, ne, verfrachtet, ist das immer süß. Wow. Erst recht, wenn man tanzt. Als sie das erste Mal schnappte, wollte Felicia das stehlen. Anscheinend wollte sie den Job jetzt zu Ende bringen. Gut, das war erstmal hier diese ganze Black Cat Sache. Und dann würde ich sagen, mit unserem tollen Anzug probieren wir den gleich mal aus, was er so kann. Erinnern Sie sich an Spider-Mans Gehilfin? Black Cat. Kurvige, ja. Dame in Leder. Eine, die man nicht der Mutter vorstellt. Und dann wurde sie als Diebin entlarvt. Großer Schock, was? Sie soll wieder da sein. Und meine Prognose, Spider-Man wird ihr eine zweite Chance geben, weil er ein Dieb ist. Selbst ein Dieb? Oder denkt er mit seinen netten Schießern? Spider-Man, ich weiß, dass du zuhörst. Sei gewarnt. Denn, wie heißt es so schön, wer mit Katzen zu Bett geht, steht mit Flöhen wieder auf. Wie bitte? Mein Praktikant jammert mir schon wieder in die Ohren. Es heißt Hunden. Ich dachte, es ging um Katzen. Aber egal, die Metapher stimmt. Hunde, Katzen, hör auf, Jared. Ach, hör auf. Ich kann bestätigen, Leute, jemand, der mit Katzen ins Bett geht, wacht nicht mit Flöhen auf. Oder? Nö, ist mir noch nicht aufgefallen. Gut, ich habe ja zwei Katzen, ne? Und, ja. Okay, jetzt geht's erstmal wieder los mit einer Hauptmission, würde ich sagen. Weil es so schön ist. Aber hey, was geht hier? Ich weiß jetzt leider nicht, was hier der Special sein wird. Fühlt ihr euch schlecht behandelt? Versucht mal, die Stadt nicht zu zerbomben. Oh, verdammt. Erledigen wir erstmal diesen hier. Rambazamba! Rambazamba, blamba bamba! Oh, 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 verdammt! Nein, nein, nein! Ja, ja. Wie das mal wieder so ist, weil ich wieder nicht genügend. Hey, schaut mal, das sieht auch nicht schlecht aus. Ja, okay, ich würde sagen, ich wechsle trotzdem wieder das Spider-Man-Kostüm. Es ist ein netter Anzug und deswegen schaue ich jetzt erstmal, was der so spezial kann. Keine zugehörigen Sachen? Na, das ist ja... Nö, dann gefällt er mir nicht so toll. Dann wechsle ich einfach mal wieder zu diesen hier. Oder zu diesen. Na, nehmen wir diesen. Geräte, was können wir denn da machen? Da fehlen Herausforderungsmarken. Hier haben wir Basismarken, okay. Was können wir hier machen? Blitz. Ja, würde ich einfach mal sagen, verbessern wir die Blitz-Angriffe. Was ist das? Elektronetz-Upgrade, genau. Dann hier das. Was haben wir denn da Schönes? Können wir da Schönes machen? Verbrechermarken? Nee, die möchte ich jetzt ehrlich gesagt nicht so... Dann doch lieber diesen Aufprall-Update, oder? Was bewirkt das? Schlägt Gegner weiter zurück. Also noch weiter, wie es gehört. Erhöht die maximale Schüsse für dieses Gerät um 1. Das machen wir dann auch noch. Und dann hier das Standard-Ding. Ja, ich denke mal, das werde ich jetzt hier auch noch erhöhen. Weil es wirklich so ein Standard-Ding ist und ja, jetzt ist es schon wieder vorbei. 2 Marken haben wir. Was können wir denn hier Schönes verbessern? Das kostet jetzt hier alles wirklich... Außer das hier... Aber die letzten, die kosten auch nur 2, so es geht. Also bei The Witcher weiß ich da... Okay, das hier kostet 3. Und das hier braucht auch nur 2. Gut, das hebe ich mir aber noch auf. Gut. Ich habe gesagt, ich mache eine Hauptsache. Ja, komm. Und ich würde sagen, also merkt euch das jetzt schon mal, könnt ihr euch einen Terminkalender einmarkieren. Wenn jetzt hier in diesem Spiel wieder so richtig schön Sonnenwetter sein wird. Ist ja jetzt auch, aber es ist abends.
Aber so am richtigen helligen Tage, da werde ich auf jeden Fall in diesem Spiel dann es mir in Angriff nehmen, dann hier alles einzusammeln. Hier die ganzen Wahrzeichen, die ganzen Rucksäcke. Also Rucksäcke sollte ich eventuell noch hinbekommen hier, oder? Ne, warte mal, das habe ich mir für die Wahrzeichen gesagt. Gut, jedenfalls haben wir das Black Cat Rätsel jetzt erstmal so halbwegs wieder so gelöst, ne? Ich bin mir sicher, sie taucht natürlich nochmal auf. Aber, ja, und Black Cat kam damals schon im allerersten PlayStation 1 Spiel vor. Da hat sie halt so Tipps gegeben. Und dieses PlayStation 1 Spiel habe ich tatsächlich vor kurzem auf dem Flohmarkt gesehen. Ich wollte mir das schon kaufen, aber leider, ja, der Preis war eigentlich okay. 15 Euro. Dafür war es eigentlich ein relativ guter Titel. Leider war das Frontcover ein bisschen, ja, hat ein bisschen Wasser abbekommen und es hat die Beschreibung gefehlt. Das hat mir dann noch ein bisschen so den Kauf abgebrochen. Und deswegen habe ich Wall Cage gekauft und Metal Gear Solid 4. Naja, gehen wir hinein. Und da sind wir wieder hier im geheimen Forschungslabor von Captain Oct... Was? Captain? Nee, Dr. Octavius. Octavius Industries. Ich denke mal, das ist die Klingel, aber... Hallo, Doktor. Hallo, Peter. Es dauert nur eine Minute. Okay, sind Sie nackt? Nee. Wow. So viel neues Zeug hier. Ach so, ja. Ist mir gar nicht aufgefallen, der ganze Krempel hier. Ja, hier war ja noch so ein Abhördings, ein Aufnahmegerät. Am besten, das hören wir uns mal an. Unser erster Freiwilliger, Lance Corporal Texidor, verlor seinen Arm in Übersee und will nur seine Tochter wieder umarmen. Oh. Okay. So viel Arme? Nee. Ist einfach mal hier das von Leonardo da Vinci, ne? Leonardo da Vinci! Gut, gucken wir uns mal ein bisschen um, das habe ich ja noch gar nicht so gemacht. Wo haben Sie die Ausrüstung her? Hab einmal eine Beziehung spielen lassen und ein paar Kredite aufgenommen. Wir fangen wieder ganz von vorne an, aber dieses Mal wird das anders sein. Och Mann, schade, ich wollte diesen Gymnastikball jetzt werfen, schießen. Octavius Industries, Groundbreaking Technology, Creating the... ich kann es nicht lesen. World you deserve. Was gibt's denn hier drin Schönes? Oh, wieder Zeitungsausschnitte. Rhinos Rampage, Roadblocked. Okay, Rino, der wird bestimmt ja auch noch aufkreuzen. Wirklich toll, dass ich nach der Zwangsräumung hier Sachen lagern darf. Ach Peter, Sie führen Buch über Spider-Mans Feinde. Schlau. So können wir leichter Gegenmaßnahmen entwickeln. Dass man ihn immer noch hört. Hey, schaut euch den... Ist das ein Black & Decker Akkubohrer? So was Billiges? Ah, Dr. Octavius. Gut, hier gibt es jetzt auch nicht weiter. Es gibt hier viel zu sehen, ne? Die ganzen kleinen Details hier. Aber jetzt nichts Entscheidendes für die Story. Oder wo sie dann quatschen. Deswegen lass uns zum Doc gehen. Es sei denn, ich entdecke hier noch ein paar andere Sachen. Ich kann natürlich auch mich schnell fortbewegen. Ah, hier ein Band. Das müssen wir auf jeden Fall noch anhören. Heute ist ein großer Tag. Prüfung des Zuschusses. Wir sind bereit. Die Arbeit hat beträchtliche Fortschritte gemacht. Ehrlicherweise hätte ich nie gedacht, den Zugaktuator auf ein akzeptables Toleranzniveau bringen zu können. Aber Parker, er ist ein einmaliger wissenschaftlicher Querdenker. Ich wollte gerade ein maßgefertigtes Ersatzteil bestellen, als er vom Eisenwarengeschäft ein Lösungsmittel und eine Zahnbürste mitbrachte. Bang! Aktuator-Problem gelöst. Der Junge ist ein Genie. Ein Genie, das chronisch zu spät kommt. Oh, es ist schon 10 nach. Wo bleibt er? Er kann unmöglich die Prüfung vergessen haben. Ich habe Sie enttäuscht, Doc. Was? Ja, okay.
Gehen wir mal hier hin. Ich glaube, hier konnte man sich noch ein paar Erfahrungs... Oder kann ich das jetzt nicht? Hier war doch irgendwas, oder? Ich konnte mich doch irgendwo Erfahrungspunkte geben. Wo ist der Computer mit den Minispielchen? Hört auf, diese Spielchen mit mir zu treiben. Doc, wie läuft's? Ah, hier. Sie waren fleißig. Nee. Das ist erst der Anfang. Bis jetzt haben wir die Prothetik aus einem völlig falschen Blickwinkel betrachtet. Warum Leute nur wiederherstellen, wenn wir sie auch besser machen können? Okay, das sollte reichen. Aber das widerspricht doch den natürlichen Gesetzen des menschlichen Körpers, Doc. Bereit? Alles in Ordnung? So sieht der PlayStation 5 Controller aus. Verdammt! Das ist alles deine Schuld, Norman, du Verdammter! Na, ich weiß, wen Sie demnächst nicht wählen werden. Sorry. Ich mache immer gern schlechte Witze in angespannten Situationen. Es ist ein guter Witz, Parker. Ich habe nur ein wenig überreagiert. Nein, keine Sorge. Machen Sie doch eine Pause. Ich räume hier auf und werde schon mal den nächsten Test vorbereiten. Wetten, er klebt jetzt die... Also, ich will nicht indiskret sein, aber anscheinend haben Sie und Norman eine Vergangenheit. Wir beide waren Laborpartner im College. Tja. Und wurden Freunde. Gründeten eine Firma. Wir beide wollten die Welt, naja, verändern, nur auf verschiedene Weise. Moment. Sie waren früher bei Oscorp? Ich stecke sogar mit im Namen Oscorp. Früher in der Schule nannten uns alle nur die O's. Ein Korb noch dazu und, tja, einprägsamer Name. Warum haben Sie aufgehört? Norman wurde immer besessener von der Genetik. Er begann mit einem Projekt, das ich unethisch fand. Und es kam zum... Es wurden Anwälte eingeschaltet. Ich ging und dafür gab es einen Vergleich. Aber das Geld reichte nicht sehr lange. Und seitdem bin ich auf Zuschüsse angewiesen. Wenn dieses Projekt nicht funktioniert... Keine Sorge, das wird es. Ich werde das hier schnell aufräumen. Ich mache frischen Kaffee. Ja, Kaffee. Überprüfen Sie auf jeden Fall die Kontrolleinheit. Könnte ein Kurzschluss sein. Ja. Rätselei. So, ich habe jetzt hier 6 Teile und soll... Alle verwenden. Neustart. Ich fand das jetzt schon ein bisschen lustig, wie er gesagt hat. Oscorp. Erst die O's und dann ein Korb dazu. Ja, witzig. Ja, die O's sind geformt wie ein Ei. Und wenn wir dann ein Korb dazu machen, was ist es dann? Genau, ein Ostereikorb. Ein Osterkorb. Aber was mache ich denn jetzt hier eigentlich? Es sieht nicht so aus, als ob ich jetzt wüsste, was ich hier tun soll. Okay, entfernen wir das einfach mal. Okay, das kann ich nicht entfernen. Das kann ich auch nicht entfernen. Das kann ich auch nicht entfernen. Dann müssen wir erstmal gucken. Dann nehmen wir das. Das war schon hier drin. Es funktioniert doch eigentlich schon. Wieso soll ich denn das jetzt hier eigentlich, ne? Spannung. Nicht die Spannung, die hier in den Spiel jetzt steigt, sondern die Spannung, die wir hier benötigen. Was benötigen wir da? Das geht nur in eine bestimmte Richtung. Das heißt, wie drehe ich das? Genau so. Dann setzen wir das ein und machen hier dieses.
machen wir mal dieses und jenes.